Luisa, ich bin 12 Jahre alt. Ja, ich bin Daniela, bin 45 Jahre. Und mein Name ist Nikolaus Friedrich, ich bin 46 Jahre. Und ja, meine Frau, meine Tochter, wir haben 4 Kinder zusammen. Luisa ist die Älteste, dann kommt noch der Silas, der ist 10, die Rose mit 6 Jahren und der Levin mit 4 Jahren. Ich selber bin Betreuer einer betroffenen Person, die an der Erkrankung erkrankt ist. Bei ihr wurde die Erkrankung im Jahr 2006 diagnostiziert. Ich selber kenne diese Person seit Januar 1998. Wir waren auch lange Zeit ein Paar. Für sie ist, als sie die Erkrankung diagnostiziert bekommen hat, eine Welt zusammengebrochen. Weil es auch zeitgleich das Jahr war, wo eine Trennung zwischen ihr und mir stattgefunden hat und wo sie ihre Arbeit verloren hat. Und ich habe ihr damals fest in die Hand versprochen, dass solange es mir möglich ist, dass ich mich um sie kümmern werde oder dass ich für immer sie da, solange wie es mir möglich ist, für sie immer da bin irgendwie. Ne? Und ja, mittlerweile ist es so, die Person ist jetzt wird 41 Jahre jung und lebt zusammen mit meiner gesamten Familie in einem Haushalt. Sie wird von uns gepflegt, betreut, zusammen aber auch mit einem Pflegedienst, der zweimal täglich kommt, morgens und abends. Ja, und so. Und die Kinder kennen sie von klein auf. Für sie ist es wie Tante Lehn. Ja, so kriegen sie noch eine soziale Komponente mit. Und wir haben dann einen Hinweis innerhalb von der Familie bekommen, dass eventuell diese Erkrankung vorliegt. Und meine Mutter ist examinierte Krankenschwester. Und als sie von der in Anführungszeichen Erkrankungen oder Möglichkeit, dass diese Erkrankung besteht, gehört hat, haben wir dann oder ja, wurde dann eine genetische Untersuchung gemacht, worauf dann das Ergebnis halt entsprechend leider ausgefallen ist, weil sie ein lebensfroher Mensch war. Sie hat auch an Familie gedacht. Sie hatte auch nach unserer Trennung, die Trennung war im Frühjahr 2006, die Diagnose war im Sommer 2006 und im Herbst 2006 hatte sie auch wieder einen neuen Lebensgefährten. Und sie war immer ein lebensfroher Mensch und sie hat in dem Ort, wo wir wohnen, lange Zeit schon gelebt. Und wir hatten auch überlegt, was machen wir? Ne? Gehst du zurück zu deiner Mutter nach Brandenburg oder was willst du? Ne? Oder willst du zu deinen Großeltern nach Baden-Württemberg gehen und zu deiner Tante? Aber sie hat sich dann entschieden, vorerst noch in diesem Ort zu bleiben und ist eigentlich immer noch da jetzt. Ja. Ihr geht soweit gut, sie ist halt bettlägerig. Ich hatte sie im Dezember 2017 zu einer Medikamenteneinstellung nach Heiligenhafen gebracht. Und wenige Tage später erhielt ich einen Anruf von der Klinik, dass sie in eine andere Klinik umverlegt werden musste, weil sie eine Aspiration hatte. Ich bin dann am nächsten Tag mit Luisa sogar hingefahren, 500 Kilometer, und ich musste mich dann entscheiden innerhalb weniger Stunden, Magensonde ja oder nein. Und ich habe mich damals für die Magensonde entschieden. Sie wird heute über die Magensonde ernährt, erhält die Medikation darüber und ihr geht es eigentlich sehr gut insofern, ne? Also mit den Umständen der Krankheit geschuldet. Ich wusste nicht so viel darüber. Also, das ist ja eine Krankheit, die halt selten ist und da wird auch kaum drüber gesprochen, muss man einfach mal so sagen. Und auch jetzt immer wieder, ich mache jetzt die Ausbildung zur Krankenschwester, das ist ja jetzt so eine generalisierte Pflegeausbildung und
selbst da wissen dann die Lehrer zum Beispiel nicht, was sie da sagen. Also vor kurzem war es halt in Bezug auf Ernährung, da kam dann die Krankheit auch kurz zum, also zur Sprache, und dann hieß es irgendwie, ja, die haben Muskelkrämpfe. Und da habe ich dann gesagt, das stimmt nicht. Ja, jetzt mittlerweile, also Kathleen ist ja damals dann in einem Heim gegangen und das hat ja nicht funktioniert. Und dann haben wir uns entschlossen, was machen wir jetzt? Und dann sind wir halt zusammen in diese Wohnung gezogen. Und das war am Anfang schwierig, weil viele haben uns davon abgeraten. Wir haben gesagt, um Gottes Willen, seid ihr verrückt und warum macht ihr das? Und seid ihr lebensmüde? Und die Kinder, damals waren nur vier, also zwei Kinder da. Und ja, also kam sehr viel Unverständnis rüber, muss man einfach mal so sagen. Und auch heute, man wird groß angeguckt und wie du pflegst die Ex-Freundin deines Mannes. Und ich habe gesagt, ich habe mit der Trennung nichts zu tun. Und ich habe die Kathleen kennengelernt, da war sie, sie ist wie eine Schwester für mich. Ja, ich habe die Kathleen kennengelernt, da war ich kurz mit ihm zusammengekommen und dann stand sie halt im Garten und hat wie ein Engel gelacht. Sie war immer fröhlich und ja, ein toller Mensch. Ein ganz toller Mensch. Und wir lagen auch irgendwie auf einer Linie und sie hat sich auch sehr für Malerei interessiert. Also wir hatten immer mal vorgehabt, mal nach München zu fahren. Da war irgendwann mal eine Ausstellung gewesen über Kandinsky. Das haben wir leider nicht geschafft. Ja, und auch ansonsten war sehr viel draußen und ja, sie war jeden Tag da und sie gehörte einfach von Anfang an ja, mit dazu. Am Anfang war es so, als wir frisch in die Wohnung gezogen waren, dass die Kathleen halt auch noch selber sich einigermaßen versorgen konnte. Also sie konnte noch alleine auf die Toilette gehen, sie konnte auch noch ein paar Schritte laufen, ohne ständig hinzufallen. Aber das hat dann im Laufe der Zeit ganz schön nachgelassen. Also das für die Kinder war das normal auch. Also es kamen ja dann noch zwei weitere Kinder dazu und für sie war das von Anfang an normal, dass Tante Lehn mit in der Wohnung lebt und war ein Teil der Familie. Und sie gehen auch heute ganz unbefangen zum Beispiel in der Schule oder auch im Kindergarten. Es kommt immer wieder, dass gesagt wird, die Kinder haben so ein stark ausgeprägtes Sozialwesen und ja, das ist dann diese schöne Seite davon, dass wir das, was du mitnimmst. Hm? Ja. Man muss auch noch hinzu sagen, sie hat noch einen Bruder, sie hat noch eine Mutter. Der Vater, sie hat die Erkrankung von ihrem Vater vererbt bekommen. Der Vater hat, bei meinem Vater ist 1992 die Diagnose gestellt worden und hat 1994 Suizid begangen. Der Bruder lebt hier auch im Rhein-Main-Gebiet mit seiner Familie, hat auch mehrere eigene Kinder. Eine Tante hat sie noch unten in Baden-Baden. Von denen hört man nichts mehr. Ne? Die Tante war bislang immer noch so die einzige Person, die hin und wieder mal angerufen hat oder auch mal vorbeigekommen ist. Aber von der Mutter oder von dem Bruder, also ich habe den Bruder und die Mutter das letzte Mal im Oktober, November 2018 gesehen. Und selbst zum Geburtstag oder zu Weihnachten, es kommt nichts. Und im Grunde genommen sind wir die Letzten, die Kathleen hat. Ja, und das merkt man auch, wenn man zu ihr ins Zimmer geht und mit ihr versucht zu reden. Manche Sachen versteht sie, die Umsetzung, was sie halt fehlt, sind halt die Umsetzung. Ob sie alles so versteht, auch ist die nächste. Aber selbst wenn es nur ein Bruchteil ist, was sie versteht,
Sie lächelt oft. Und das zeigt mir, dass sie doch noch ein bisschen was versteht, wenn man mit ihr geredet hat. Und für dieses Lächeln, das ist einfach unbezahlbar dann. Und, es ist zwar eine schwierige, die ganze Pflegerische drum ist sehr schwierig, selbst wenn sie jetzt mal einen größeren Stuhlgang hat und man muss sie sauber machen und der Pflegedienst ist nicht gerade zur Hand. Sie muss trotzdem sauber gemacht werden, und weil sie Anrecht ist, und da nehmen auch die Kinder große Rücksicht drauf. Und, oder wenn jetzt der Blasenkatheter mal wieder rausgedrückt wurde und der Doktor muss wieder vorbeikommen und einen neuen Blasenkatheter legen. Es ist immer irgendwas, und da nehmen die Kinder viel Rücksicht, und das ist auch, und da lernen die Kinder auch eine gewisse soziale Schiene auch wiederum. Und wie schon gesagt, ist für mich normal, dass sie da ist. Ich gehe offen mit damit um, und das zahlt sich halt dann auch in der Schule aus, in den Noten auch. Zum Beispiel im Sozialverhalten. Also meine engsten Freunde, die schon bei mir zu Hause waren, nehmen es eigentlich recht offen mit um. Wir erklären auch, wenn seitens der Freunde oder Freundinnen der Kinder irgendwelche Fragen sind, wir erklären denen das auch. Ne? Also wir gehen jetzt da nicht großartig ins Detail, aber wir sagen, hier, das ist eine Person, die lebt bei uns im Haushalt, die ist, hat eine Erkrankung, die nicht heilbar ist, wir pflegen sie. Ihr braucht vor ihr keine Angst zu haben, auch wenn sie mal irgendwie schreit oder sowas. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Und die Kinder akzeptieren das auch. Und also, dass sie da irgendwie Probleme mit irgendwelchen anderen Kindern oder sowas hat, oder die Kinder, niemals bislang. Seitdem wir die Erkenntnis über die Erkrankung hatten, wir haben dann Kathleen auch bei der Deutschen Handikenhilfe angemeldet. Und als ich dann 2012, 2013 auch die gesetzliche Betreuung übernommen habe, auf Wunsch von ihr, und ich, zu der Zeit habe ich mich auch dann bei Facebook so angemeldet, selber privat, und dann habe ich auch einfach mal geguckt, was gibt es da an Gruppen, die mit dieser Erkrankung zu tun haben. Und ich habe nur englischsprachige, französisch- oder spanischsprachige Gruppen gefunden, große Gruppen in Amerika, Australien, überall, aber eine deutschsprachige Gruppe habe ich nicht gefunden. Und was ich aber gesehen habe in den englischsprachigen Gruppen, dass dort viele Deutsche auch unterwegs waren, die es bedauert haben, dass es keine deutschsprachige Gruppe gibt. Und das war damals für mich so der Denkanstoß oder der Anstoß, eine Gruppe bei Facebook zu öffnen, die dann ausschließlich nur für betroffene Personen sind, für Angehörige, für Ärzte, die tagtäglich auch wirklich mit der Erkrankung zu tun haben. Also dass dort nur Menschen drin sind, die einen direkten Bezug irgendwo zu der Erkrankung haben. Ne? Oder auch Personen, die Risikopersonen, wo innerhalb der Familie schon was bekannt ist, aber sie sich selber noch nicht getestet haben. Also das ist einschließlich der Personenkreis, der dort in der Gruppe ist. Im Grunde genommen war das so der Grundstein, wenn ich mal so zurück, eigentlich so der Grundstein im Social Media Bereich. Diese Gruppe ist eine private Gruppe im Grunde genommen. Sie hat nichts mit der Deutschen Handikenhilfe selber zu tun. Sie ist privat entstanden. Wir haben sehr früh Michaela kennengelernt. Ja, aber das war ja durch. Also Kathleen hat früher immer in Hessen bei dieser. Was war das? Bei den Jahrestagungen auf der Ronneburg teilgenommen, und darüber haben wir auch Michaela kennengelernt und so Sachen. Die Gruppe hat sich dann einfach so im Laufe der Jahre einfach gesteigert. Und es gibt andere Gruppen, die ich kenne, wenn da irgendwelche Anfragen sind, die lassen jeden rein, ohne dass man weiß, ob diese Menschen Bezug dazu haben, zu der Erkrankung oder nicht. Ne? Wir versuchen halt schon zu distanzieren,
Ja oder nein. Ne? Also ich versuche immer mal hin und wieder mal auf die Hauptjahresveranstaltung von der Deutschen Handicknähe zu fahren oder auf die Landesveranstaltung von der in Hessen. Je nachdem, wie die Zeit ist. Ne? Jetzt war aufgrund der Pandemie, auf Corona, ist viel liegen geblieben oder viel nicht durchgeführt worden, hauptsächlich online. Wo halt dann auch eine Facebook-Gruppe wieder gut war, um halt dort Werbung zu machen. Heute Abend Online-Treffen wieder und. Aber grundsätzlich fahre ich auch gerne auf Veranstaltungen, um, sag ich mal, Neuigkeiten aus der Forschung oder sowas mitzubekommen. Es ist das Allerwichtigste für mich, dieser Austausch. Kopf in den Sand zu stecken, niemals, aber so auf keinen Fall. Und das wäre nicht der Sinn meines Engagements oder unseres Engagements in Bezug auf diese Erkrankung. Wir könnten auch sagen, gut, was haben wir mit der Erkrankung zu tun? Das wollen wir nicht und das möchten wir auch nicht. Und solange es möglich ist, werden wir uns dafür auch einsetzen und mitmachen. Und ja. Und ich finde es auch ganz toll, was hier gemacht wird. Also. Als wir das am Anfang beschlossen haben wir erstmal den Pflegestützpunktberater mit ins Boot geholt und haben ganz genau abgewägt, bis zu welchem Punkt wir das machen können. Mittlerweile sind wir über diesen Punkt schon weit hinaus rüber. Ich habe damals zum Beispiel gesagt, ich kann das nur bis zu dem Zeitpunkt machen, bis Kathleen, wenn sie dann komplett bettlägerig ist, weil davor ist sie immer wieder noch zu ihren damaligen Lebensgefährten gefahren. Der hat sie abgeholt und hat sie dort dann betreut. Und der ist dann auch über sich hinaus gewachsen, weil der hat dann auch immer am Anfang gesagt, ach, wenn das jetzt so bergab geht, das schaffe ich nicht. Und er hat es auch geschafft. Und also es war auch etwas Positives, was wir mitgenommen haben. Wir sind immer ständig das, was man dachte, das schaffen wir nicht, das haben wir dann doch geschafft. Und sind quasi immer über uns hinausgewachsen. Ich meine, jetzt ist es schon schwierig, 4 Kinder und Kathleen zu Hause und ich mache die Ausbildung und manchmal, ja, da will ich dann sagen, ach, ich mag nicht mehr, das kommt einfach vor. Ich denke, das ist auch menschlich. Und dann im nächsten Moment ist das dann wieder gut. Diese Momente gibt es natürlich auch, weil wenn ich das jetzt kann man einfach nicht wegwischen. Ja, ich sag mir einfach, die Kathleen hat das ja auch nicht gewollt. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann würde sie irgendwo im Heim sein und das fände ich dann noch viel schrecklicher. Weil Kathleen war immer ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat immer gestrahlt und war auch nie irgendwie böse oder so. Und sie hatte damals auch viele Freunde gehabt und die sind alle weg. Die sind wirklich alle weg und die hat wirklich niemanden mehr. Und das holt mich dann wieder runter, weil es geht mir ja eigentlich gut. Und der Lebensgefährte, der kommt heute noch alle 2, 3 Wochen, 4 Wochen, kommt er auch noch mal kurz vorbei und schaut nachher. Er ist zwar nur für 2 Stunden dann da, weil der hat eine weite oder längere Anfahrt von über 1 Stunde. Aber er kommt trotzdem noch vorbei und er hat mittlerweile auch eine neue Verbindung, aber er kommt trotzdem noch vorbei und das finde ich auch noch gut. Also da soll ich auf jeden Fall in die Selbsthilfegruppe wenden, weil da sind so viele Leute dabei, wir sitzen alle in einem Boot und gerade auch am Anfang, als der Nikolas diese Gruppe da bei Facebook aufgemacht hat, das war dann alles noch so richtig klein alles. Und da ist man dann auch eher in Kontakt gekommen. Und ich habe zum Beispiel aus dieser Anfangsphase eine Freundin gefunden, ja, die eigentlich ein fester Bestandteil geworden ist. Also die wohnt auch weiter weg und
da hatte ich ihre Schwägerin. Und ja, das ist toll. Also auch wenn man dann vor der Entscheidung steht, was macht man, oder ich schaffe das zu Hause nicht mehr, dass man dann nicht einfach unüberlegt irgendeine Entscheidung trifft, ach, ab ins Heim, weil selbst da muss man abwägen. Ja, und dann kann man sich auch wieder Hilfe suchen beim Deutschen Huntington-Verein und auch Selbsthilfegruppen und die Pflegestützpunktberater, die gibt es ja auch in verschiedenen Städten, die helfen da auch ganz toll. In jeder großen Stadt gibt es eigentlich diese Pflegestützpunkte, die sind mittlerweile Pflichtbestandteil einer Stadt, die müssen vorhanden sein. Ansonsten, man findet diese Pflegestützpunkte auch im Internet überall. Und also hätte mir jetzt vor 10 Jahren jemand gesagt, in 10 Jahren machst du eine Ausbildung und die Kathleen ist noch da und ist ein kompletter Pflegefall und du hast 4 Kinder. Ich glaube, ich hätte den Vogel gezeigt. Also ganz ehrlich, weil das klingt so absurd, aber es geht. Es geht. Man muss halt zusammenhalten und gutes Management machen zu Hause und dann geht es. Es ist, jeder Tag ist eine neue Herausforderung einfach und selbst, man muss halt immer gucken, auch, wie manage ich das eine oder ne, die Kinder wollen was, dann ist da was. Daniela selber hat keinen Führerschein, sie muss auch immer, wenn sie zur Arbeit gebracht arbeiten muss, zur Arbeit gebracht werden oder wenn die Kinder müssen in die Schule oder in den Kindergarten. Also ihr habt eigentlich den ganzen Tag immer gut unterwegs mit dem Auto. Ich bin ja von morgens bis abends auch. Reines Zeitmanagement, einfach gucken. Und wenn mal halt was liegen bleibt, irgendwo gut. Morgen neuer Tag.